Herr Kaufmann, wie beobachten Sie denn eigentlich das Ganze jetzt vor dem Hintergrund, dass ja mit Ihnen niemand will und Sie niemand fragen wird? Ich habe ja gerade vernommen, dass der Herr Ulrich gern viele Ideen der FDP umsetzen will. Frau Tillmann, Herr Ulrich, lassen Sie uns doch einfach einen Bundeskanzler der FDP wählen. Frau Merkel, die das rückgängig machen kann, ist ja nicht mehr da. Herr Ulrich, trauen Sie sich? Also war das jetzt eine ernst gemeinte Frage? Also will ich jetzt auch mal reingehen. War es eine ernst gemeinte Frage? Na sicher, wir haben das doch schon gemacht in Thüringen. Ja, eben. Ey Leute, ernsthaft, seit wann fangen wir an, solche Prozesse zu normalisieren? Sie haben tatsächlich, die CDU, die FDP und die Faschisten haben... Sie hören mir zu. Hinter den Kulissen was verabredet. Das Ergebnis war klar. Die CDU hat in Thüringen einen Kandidaten aufgestellt, der sehr AfD-nah ist. Den haben wir in die Wüste geschickt. In Südthüringen. Und Sie sprechen jetzt davon, sozusagen auf der Bundesebene was zu machen. Ja, wir haben 24% AfD-Stimmen in Thüringen. Ja. Das ist keine ungefährliche Situation. Das, was Sie machen, ist den Geist von Buchenwald versprühen. Und ich würde mir gerne sozusagen wünschen, also, dass wir inhaltlich... Wir sind in einer Situation, wo auch der MDR mittlerweile Rosen streut für Faschisten. Wir sind in einer Situation, wo das hochkocht. Schauen Sie sich den Wahlkampf wollen in Sie Südthüringen da nicht eingreifen, an. Wenn der Herr Witt hier das so können, redet? Das kann keiner. Wir bleiben einfach sachlich und schauen davor. Es ist ja so, dass wir feststellen können, dass es niemanden geben wird, der eine Regierung in Berlin mit Herrn Kaufmann und seiner Partei bildet. Ja, das halten wir ja jetzt einfach fest. Deshalb war ja meine sachliche Frage an Sie, Herr Kaufmann. Wie beobachten Sie das jetzt vor dem Hintergrund, dass Sie das momentan mit Ihnen auch keiner will? Fällt Ihnen das schwer? Nein, das fällt mir nicht schwer, weil werden Sie ja auch wählen aus der Runde. Sie bekommen doch sowieso die gleiche Politik. Wir sind die Einzigen, die in vielen Programmpunkten eine andere Politik verfolgen, und das wissen natürlich die Leute, und das erwarten die auch von uns, dass wir da gegenhalten.